Hossa, Jagen für die Loge abgeschlossen. Eine sehr lange Episode, denn wir mussten einige Trophäen von Viechern besorgen. Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn auf dem PC. Ich bin euer kleiner Vater. Schön, dass ich wieder da bin. Es gibt jetzt was Neues. Jägersitz. Rede mit Talana. Sind das Hauptquests eigentlich? Ich muss mir das jetzt mal anschauen. Nein, es sind einfach Nebenquests. So wie die eisige Wildnis. Ja, und dieses Waffenlager, ja, da waren wir zwar schon mal, aber ja, ihr wisst es ja noch. Oh, ich sehe da was. Verordnungen der Loge. Datenpunkt 5 von 18 in wahrscheinlich Meridian, geht man mal davon aus. Ich schaue mich nur ein bisschen um. Ich schaue nur. Brauchen Sie Loge Chance für irgendwas Bestimmten? Nein, ich schaue mich nur um. Soll ich Ihnen? Nein. So, Talana, sprich. Als ich ihm die Trophäen gab, sagte Assis, du solltest lieber Rotschlund suchen, statt mir zu helfen. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh, und bei was? Komm mit hinaus. Ich komme schon. Bin schon da. Und jetzt? Du willst helfen? Hier braucht jemand Hilfe. Nur zu, Ilsadi. Ich lebe in Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil Grauhabig da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Scherben. Hilfst du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig. Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Ich glaube, ich kann. Begib dich nach Ödlicht. Machen wir das. Also, wo ist denn Ödlicht? Ah, da, die Brutstätte. Ich habe so Lust. Ich habe so Lust. Wirklich, ich habe so Lust. Diese blöde Brutstätte. Jo, wo war jetzt Ödlicht? Ja, hier war Ödlicht. Da haben wir noch immer kein Lagerfeuer. Schade eigentlich. Breitkopf-Areal. Hier haben wir ein Lagerfeuer in der Nähe und hier auch. Donnerkiefer-Areal. Mhm, Gratulation. Das werden wir schauen, dass wir irgendwie vorbeikommen. Come on. Donnerkiefer sind wirklich schlimme Gegner. Einmal habe ich einen besiegt bei, ich glaube es war Zeta. Und überlege gerade, was ist das da oben? Radarschwäche. Scheibenwerferschwäche. Alles, die sind alle abzuschießen mit dem. Mit dem da. Habe ich gerade Lust, das abzuknallen, das Teil? Ich könnte die sogar überbrücken, fällt mir gerade ein. Ich will es nur gesagt haben, ich könnte die Teile überbrücken. Du dürftest mich nicht sehen können. Ich frage mich, ob ich den überbrücken kann. Das wäre echt toll. Ich habe einen verfickten Donnerkiefer überbrückt. Wer glaubt denn das bitte? Glaubt das wer? Kann man den reiten? Ich meine ja nur, kann man den reiten? Eher nicht. Und er macht mir trotzdem Schaden. Aber ist egal, so kommen wir gut vorbei. Ohne Probleme. Hey, Mann.
ja, noch eine Kaninchenhaut. Alter, wir haben Glück mit Kaninchenhäuten in letzter Zeit. Können wir da was herstellen? Ich bin immer froh, wenn ich Kaninchenhäute finde. Und wir können was herstellen, tatsächlich. Sprengschleuder-Munitionsbeutel. Da bräuchten wir jetzt Rattenhaut. Kriegsbogen. Fisch. Okay. Fuchs. Fisch, Fuchs. Fisch, Fuchs. Mein Donnerkiefer. Mein kleiner, lieber Donnerkiefer. Dass dafür keinen Erfolg gab, wundert mich schon stark. Ganz ehrlich. Das ist so eine coole Gegend hier. Ist da hinten schon wieder ein Donnerkiefer? Freilich. Reicht ja einer nicht. Schön hier. Ja, Morgenkaffee. Ah, was sonst? Bisschen Reinholz am Morgen. Das passt. Boah, wir haben Reinholz verbraucht. Ja, bist du wahnsinnig. Ich glaube, wir müssen da mal einkaufen demnächst. Ich glaube aber auch, wir haben relativ viele Scherben. Nein, 802, gar nicht wirklich viele. Eigentlich gar keine fast. Okay. Was trage ich da gerade? Ah, Fernkampfschutz. Hier haben wir Eisschutz. Hier haben wir... Ah. Verderbnisschutz, das ist auch nicht schlecht. Was war denn das bitte? Lagerfeuer, gut. Wow. Das sind mehrere... Leute auf Angriff eingestellt, ha? Huh? Wow! Achtung! Ich helfe euch, Leute. Fangen wir endlich an! Schwächebrecher, okay. Ich helfe euch, Leute. Der hat bald keine Waffen mehr. Was hat er denn jetzt noch? Okay, Moment. Seine Waffe hat er fallen lassen, merke ich gerade. Das ist eigentlich ganz gut. Oh. Ist das ein zweiter? Bringt das nichts. Was ist denn das für ein Viech, bitte? Okay, keine Munition. Oh.
Okay. Alle Beschaffungsmaschinen. Okay, ich habe aber gesehen, du hast noch einen zweiten fallen gelassen. Wieso ist es jetzt so finster? Ich sehe fast gar nichts aktuell. Da, diese Waffe hätte ich gerne. Ja, yeah. Donnerkiefer. Wenn man ihn die Waffen abschießt, das hilft halt schon extrem. Aber hier sind halt auch alle Leute gestorben. Nora, hättest du kurz einen Moment Zeit? Natürlich. Sofort, aber... Nora, wir müssen reden. Ja, ja, wo bist du eigentlich? Nora, hier. Dürfte ich kurz deine Zeit beanspruchen? Ja, jetzt. Ich werde nie wieder schlecht von der Nora reden. Vielen Dank. Das war jetzt alles. Großzügige Belohnungskiste erhalten. Das ist ja nett. Ja, die ganzen Teile abgeschossen und dann mit seinen eigenen Kanonen ihn zu schlagen, ist halt mit diesen Diskwerfern, das ist Wahnsinn. Und das funktioniert wirklich gut. Und jetzt gibt es natürlich auch die richtig gute Belohnung für uns. Schadensspule, Verderbnisspule, Abrissspule. Und das Kristallgeflecht, das brauchten wir für irgendeine Rüstung oder eine Waffe, glaube ich, hätten wir... Ich glaube, für die Schattensprengschleuder brauchen wir das. Ich meine, wir hatten jetzt einen riesen Vorteil, dass er abgelenkt war durch... dass der Donnerkiefer abgelenkt war durch andere Leute und Maschinen. Das ist schon ein kleines Vorteilchen für uns. Habe ich das wirklich gesagt? Oh Gott, bitte streichen wir das. Ich werde es nicht cutten, aber bitte streicht es aus eurem Gedächtnis. Kaninchen. Ich brauche eigentlich kein Kaninchen, wenn ich so nachdenke drüber. Fuchs, Fisch, 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 Fisch. Warmfisch. Ich habe auch nicht nachgesehen, welche Art von Gegner wir jetzt da vor uns haben. Alter, unser Reinhold geht in den Arsch. Wirklich. Okay, passt. Sind das Pirsche da vorne? Ich hoffe nicht, dass das so Pirsche-Lichter sind. Hey! Lagerfeuer sehe ich gerade. Ödlicht, eine Siedlung. Hallo. Das wird auch langsam Zeit. Vielleicht noch bereuen. Da kommen noch mehr Grauhabichte. Grauhabichte? Okay, die sind ja easy. Gibt's doch nicht. Wo ist denn der Typ? Wo sind die? Was machen wir? Schockpfeil oder Verderbnis? Verderbnis wäre doch noch viel witziger, oder? Oh, schade, nicht erwischt. Im Namen der Sonne! Oh, da kommen noch mehr! Noch mehr, natürlich!
Wird doch langweilig und nichts. Ja! Gibt's ja nichts! Sollten der Scheiß echt! Ich komm nicht weiter. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Moment, wir machen es jetzt so. Oh Gott, ist das eine Scheiße. Was ist denn da los? Sonst alleine bin ich weit besser gegen 10 von denen und jetzt auf einmal funktioniert nichts mehr. Oh Gott, ist das eine Scheiße. Ich brauche jetzt ab sofort Genesungstränke, wie es ausschaut. Ich muss mich einfach zurückhalten, ganz einfach. Nicht mitten rein. Wo ist er denn jetzt? Ah, diese Fluggegner, ich hasse sie wie die Pest, wirklich. Ich hasse sie. Das kann nicht sein! Alter! Flugarschlochgegner, wirklich, ich hasse sie! Jetzt habe ich gerade gegessen, wieso bin ich jetzt so schlecht drauf gerade? Der ist abgestiegen, das passt. Gut, das ist mal der. Gott, ist das eine Scheiße. Nach dem Donnerkiefer machen die Probleme, verstehst du? Das gibt's hier gar nicht. Naja, egal. So, wie schauen wir aus? Passt das jetzt? Zimmers? Das sollte es wohl gewesen sein. Es kommen immer noch mehr. Die Soldaten in Morgenwacht bekämpfen sie schon nicht einmal mehr. Es scheint, sie kommen vom Fluss aufwärts. Ich könnte nach dem Ursprung suchen, aber wenn mehr kommen... Ich passe hier auf. Du gehst los. Ich dachte, du wolltest das zu zweit machen. Du brauchst keinen, der Händchen hält. So ist es. Schön, dass du das erkannt hast. Finde die Ursache der Grauhabichtangriffe. Ich finde es immer schön, dass das nie so einfache Quests sind, sondern dass die immer vielschichtiger sind. So. 353 Meter. Ich meine, die Donnerkiefer haben wir ja schon erledigt. Ich meine, außer wir müssen es nochmal erledigen. Wir brauchen dann unbedingt einen Händler für Reinholz. Oi, Leute. Also Reinholz die ganze Zeit sammeln in den Mengen. Das wäre ein bisschen heftig. Siedlung verlassen, Ödlicht. Zurzeit sollten wir trotzdem noch ein bisschen was sammeln. Kann nicht von Nachteil sein. Das hat sich jetzt nämlich extrem dezimiert gerade, das Reinhold. Jausa. Wildschweinhaut. Jetzt auf einmal kriegen wir sie ohne Ende. Dort, wo wir sie gebraucht hätten, war sie nicht. Da war schon wieder so eine Art Erdbeben. Vielleicht eine Sprengung. Ist auch immer interessant, welche Tiere sind reitbar und welche nicht. Oh. Das im Grau habe ich das. Mehr Grau habe ich da. Greift euch mal gegenseitig bitte an. Was war das für ein Viech da oben? Schön, dass die sich auch treffen gegenseitig. Ich muss den Kampf gewinnen. Ah.
Und hopp. Untersuche das Gebiet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schön anstrengend, Leute. Ganz schön anstrengend. Maschinenausbeuterkiste. Oh, was ist denn hier alles für Zeug? Ein Schnappmaul. Interessant. Überall Schnappmaulkadaver. Ah, das ist so dunkel. Kein Wunder, dass die Grauhabichte hierher wollten. Kadaver nämlich bei Maschinen. Ich finde das irgendwie witzig. Sag mal, haben wir noch nicht, gell? Den könnten wir dann auch noch mal markieren oder beziehungsweise vielleicht nächstes Mal angehen. Den Langhals? Ich glaube, Langhals heißen die Teile. So viele Schnappmäuler, ja? Wer immer das getan hat, muss bei den Unterständen Spuren hinterlassen. Anfänger hinterlassen deutliche Spuren. Anfänger. Witzig. Diese Jagdunterstände da oben konzentrieren das Feuer auf ein Ziel und machen es unmöglich, sich zu verteidigen. Es ist eine Falle. Eine verheerende. Bin schon gespannt. Diese Laternen sind mega. Die blenden wie Sau. Ich sehe echt fast nichts bei meinem Bildschirm. Ich sehe besser auf... Ich glaube, das ist das HDR, was das so dunkel macht. Hachi. Ah, danke. Wunderbar. Das müssen die Schnappmauljäger. Ich bin im Auftrag des nahen Dorfes hier. Euer Abschussgebiet führt zu einem Grauhabichtproblem. Ja, andere haben aber auch Probleme. Wenn wir nicht genug Schnappmaulherzen bekommen, verlieren wir alles. Ich verstehe nicht. Ich habe mir Scherben für die Saat geliehen. Die Ernte war schlecht und jetzt soll ich's zurückzahlen. Wir könnten die Farm verlieren, das Haus. Das tut mir wirklich leid. Aber die Grauhabichte greifen euretwegen Leute an. Nicht mein Problem. Keiner geht hier weg, bis ich habe, was ich will. Keiner von uns? Hast nicht gedacht, wir wären nur zu zweit, oder? Ein Kampf muss doch nicht sein. Wir finden sicher einen Kompromiss, bei dem keiner stirbt. Wir sammeln nun schon seit Tagen Schnappmaulherzen. Ich brauche nur noch eins. Dann kann ich die Schulden zahlen und mein Heim retten. Versprecht ihr zu verschwinden, wenn ich das letzte Herz besorge? Ein guter Deal. Ibascha hat's beim letzten Mal schwer erwischt. Okay, gut. Wir brauchen Scherben. Das ist das erste und das letzte Mal. Ihr wartet hier auf mich. Ich war schon kurz davor. Ich habe selbst kein Schnappmaulherz. Schade, ich dachte mir, sowas habe ich bestimmt. Aber ich nehme euch mal euer Zeug ab dafür. Danke. Tschüss. Komm nie wieder. Flop. Flop. Wunderbar. Dann schnappmaulen wir mal. Da unten sind ja welche. Wunderbar. Und da das eine Quest ist, werden die ziemlich schnell eins droppen, gehe ich mal davon aus. So, was wir jetzt natürlich machen, ist, die da hinten mal mit Verderbnis warte mal kurz. Weil ich nicht weiß, wie viele ich brauche, nehmen wir gleich 3. Doch, ja, wunderbar, es hat funktioniert. Schön, dass die sich gegenseitig angreifen.
Es passt ja mal. Ich mag diese Verderbnispfeile. Die machen Spaß. Bekämpft euch mal schön. Ich schaue mir dabei an, was kann ich bei euch machen. Der hat ja diese Kühlbehälter, oder? Sind das Kühlbehälter? Ich denke mal. Lohe Behälter sogar, okay. Die könnten wir folgendermaßen abschießen. Erster Treffer. Ich komm dann mal. Maschinenkill. Ooh, baby. Knapp mal Herz. Und jetzt bringe ich es diesen Jäger. Genau. Der gibt mir auch eines. Dann bleibt auch eins für mich übrig. Was willst du mehr? Was willst du mehr im Leben? Das waren Breitköpfe, okay. Ich dachte mir, das waren Läufer. Oder Graser, oder was auch immer. I'm a rustler, rustler. So. Viel zu sammeln, das ist schön. Ah, da oben wäre so ein schöner Langhals, den wir dann uns holen könnten. Ich höre ihn sogar, glaube ich. Das Signal muss ganz nah sein. Langhals, Sonnenstufen, den holen wir uns ein anderes Mal. Hier, das Herz für euch. Was ist mit der Abmachung? Ein Deal ist ein Deal. Ich kann meine Schulden zahlen. Wir verschwinden. Gut. Und bleibt weg. Ja, bleibt weg. Ah, sie ist schon da. Wunderbar. Schön, dass du nachgekommen bist. Glückwünsche sind angebracht. Ich wollte sicherstellen, dass du zurechtkommst. Du hast alles gesehen? Na klar. Tarkas, die Sonne leuchte ihm. Er hat mich sehr viel gelehrt. Zuallererst, ein Habicht verlässt nie seine Drossel. Warte. Heißt das? Ich will für deine Mitgliedschaft bürgen. Wie klingt das? Maschinen jagen, Trophäen gewinnen, Assis absetzen. Ach, bin dabei. Ich komme in die Loge, sobald ich kann. Yeah, und damit Jägersitz hoffentlich. Was? Nein, ich dachte mir, wir haben ihn abgeschlossen. Verdammt. Gut, dann gehen wir ein anderes Mal zu diesem Langhals. Da ist auch noch einer. Oh mein Gott, da sind so viele. Okay. Dann gehen wir schnell jetzt nach Meridian, um die Quest hier abzuschließen. Interessant. Also meine RTX 3070, normale Edition von Asus, ist, also normal, die ROG Strix, aber normal nicht die Ti-Version, ist mit dem Speicher ziemlich hart am Limit. Also am harten Limit, 6 von 8 GB Auslastung. Oder hat die nur 6 GB und der hat 4? Ich bin mir nicht sicher. Nein, 8 GB steht sogar da. Immer konzentriert. Immer hast du einen Augenblick, Fremde? Nein. So, ab in die Jägerloge. Wir haben im Norden nach Schrott gesucht.
Die Alten haben sich... Kümmere mich um meine Angelegenheit. So, wie schauen wir aus, Alter? Arsch mit Ohren. Talana, immer eine Freude. Und die Kleine ist auch da. Sonnenhabicht. Hiermit bürge ich für Aloy von den Nora zur Mitgliedschaft in der Loge. Nein. Sieh sie an. Sie ist nur eine Wilde. So tief kannst du nicht sinken, Talana. Sie hat die Anforderungen erfüllt. Und König Avad hat bestimmt, die Loge für alle zu öffnen. Möchtest du das mit ihm diskutieren? Das Wort des Sonnenkönigs ist Gesetz. Auch wenn es die Loge ruinieren wird. Also gut. Schwörst du, Aloy von den Nora, im Dienste der Jägerloge redlich und edel zu handeln, jetzt und immer da? Ich schwöre. Mitglieder der Loge, obwohl Takas kaum kalt ist, präsentiere ich euch Aloy von den Nora. Mitglied und Drossel, was sagt ihr da? Auf die Jagd! Für eine Fremde bürgen. Mach du weiter sinnlose Gesten. Ich suche Rotschlund. Das wird noch witzig mit Rotschlund. Jägersitz abgeschlossen. Was bekommen wir dafür? Gebt uns was Cooles. 3000 Erfahrungspunkte. Das war jetzt nicht so der Burner. Jetzt würde ich noch gerne sehen, was unsere ganzen neuen Schatzkisten hier enthalten. Ja, cool, cool, cool. Leuchtendes Gefleck, nice. Brüllrückenlinse, Talgefäß, Lohe, Outfitgewebe, Draht. Zersprenger. Eine Waffe? Zersprengerladung? Was? Was ist denn das, bitte? Neuer Auftrag, die tödlichste Beute. Tutorial, Zersprenger. Stufe 33 erreicht. Aufstieg. Fertigkeitspunkte plus 1. Maximale Gesundheit plus 10. Wie nice. So, wir haben letztes Mal hier den Heiler gemacht und hier könnten wir mit 2 Punkten unsere Medizinbeutelkapazität verdoppeln und das ist auf jeden Fall sinnvoll, würde ich jetzt behaupten. Okay, das werden wir auch machen. Hier natürlich, das ist auch cool. Leichte Speerangriffe. Es gibt so viel Cool-Zeug hier. Und dieses ganze Cool-Zeug werden wir auch irgendwann erreichen. Aber vorher gibt's einen Cut.